Willkommen beim neuen Let's Play Yomavari Night Alone. Mein Name ist Bronzebeard und wir schauen uns das gute Stück heute mal an. Undi? Poro? Lass uns zurückgehen, Poro, komm schon! Das gute Stück ist von Nippon Ichi Software. Miss America. Und ich dachte mir, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Deswegen gehen wir jetzt gemeinsam mit Poro zurück. Ah, guck mal hier, schön mit einem Conti, ne? Mit einem Controller in der Hand und dann ist alles gut. Ja, was ist das überhaupt für ein Spiel? So ein Top-Down-Adventure, glaube ich, wenn man so will. The RB Button to Run. Yeah. Sogar eine Ausdauerleiste. Ja, Yomavari Night Alone, da ist der Name auf jeden Fall Programm. Wir sind hier gerade quasi in so einer Art Wald mit unserem Hündchen Poro. Und wir hören schon die Grillen zirpen. So typisch japanisch halt. So Tiptoe. Ranzoomen, okay. Guck mal hier. Poro, können wir hier irgendwie runter gucken? Siehst du irgendwas da unten? Glaub nicht, oder? Komm einfach mit. So schön. Dann rennen wir einfach mal hier durch die Nacht, ganz einsam. Ich hab ein bisschen Angst. Wenn du etwas siehst, ein Objekt, kann man ja wahrscheinlich damit interagieren. You get close to the object, the will turn into an... Okay. Fragezeichen, dann müsste es zu einem Ausrufezeichen werden. Puri? Mach doch mal Platz da, Puri. Muss ich tatsächlich ganz drüber gehen, oder was? Jetzt aber. Kleiner Ministein. Genau, die Aktion wird sich jedes Mal ändern, je nachdem, was wir gerade tun. Oh, ich kann sogar Items ausrüsten. Press Y. Okay, jetzt X, A, Y oder B, okay. Press X to use the item. Oh, Alter! Alter! Scheiße, Mann! Alter, wir haben Poro weggesprengt. Fuck! Alter, was ist das denn, ey? Poro? Ist der you? Oder ist der nur ein riesiger Blutfleck? Yomavari. Scheiße. Die Arme hat ihren Hund verloren. Und das ist ihre eigene Schuld. Genau zu sein ist eigentlich unsere Schuld. Fuck. Oh, guck mal, die Hundehütte ist jetzt leer. Das ist ihre Mutter? Willkommen zu Hause. Sag mal. Wo zum Teufel ist Poro? Mutti, es war wirklich nicht meine Schuld! Did you Poro run away? Poro wirklich weggelaufen? Ja, wenn es nur das gewesen wäre. Aber ich glaube, er weilt nicht mehr unter uns. Scheiße, Mann. Gehe. Und werde nach ihm schauen. Bleib hier, Kleines, bleib hier. Werde wieder zurückkommen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, okay? Ich verspreche es. Also, sie wird wieder rechtzeitig hier sein. Die Grafik erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy VII, ne? Das Haus gerade. Das ist auch mal so eine Render-Grafiken damals. So eine gemalten. Ist schon ganz schnieker eigentlich. Okay. Bester, es ist schon spät geworden. Bester, ich gehe und schaue nach ihr, wo auch immer sie sein mag. Scheiße, man hat sie echt Poro umgenietet hier, wa? Ich guck mich mal ein bisschen um hier. Hundehütte, ey. Deine Hundehütte. Poro ist jetzt nicht mehr drin. Poro, oh Poro.
Was ist denn hier für ein Sandhaufen? Sieht aus wie ein... Ja, wie so ein Graben, ne? Brauch eine Schaufel, um ein bisschen zu graben. Ja, da könnte etwas verborgen liegen in diesem Sandhaufen, aber was? Ja, ihr seht schon, das Spiel ist ein bisschen, ja, mal was ganz anderes irgendwie. Ja, ich glaube, hier können wir jetzt nicht rein gerade. Ein bisschen Story-Driven Adventure Game, ne? Top-down. Oh, wo gehen wir jetzt hin? Beziehungsweise, wo geht die kleine Yomawari hin? Aber das hier sind die Steine, die dann so nach oben führen. Ja, das ist alles nicht so ganz ersichtlich. Boah, ist das denn, ey? Können wir da was machen? Oh, nice. Ein Tent. Los. Hier mit Y und dann X drücken, ne? Kann ich da irgendwas reinschmeißen jetzt? Oh, warte. Okay, also der Hausbewohner bzw. der Tierbewohner, der muss natürlich sein Dings auffüttern, ne? Alles. Complaints filled for barking dogs. Voice complain. So, hier, das meint sie. Ich dachte gerade, das hat jetzt was mit der Dings zu tun hier, mit der Sojabar da. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Hier ist jetzt der Nachbar quasi. Aber ich glaube, wir müssen erstmal unsere Schwester suchen. Boah. Und Alter. Minimalistisch, aber doch irgendwie sehr eindrucksvoll. Renn mal hier lang. Stopp. Bleib stehen. Ja, und die Story hier, da bin ich jetzt natürlich noch überhaupt nicht im Bilde. Boah, was ist das denn, Alter? Scheiße, Mann. Aber irgendwas Mysteriöses wird hier auf jeden Fall vor sich gehen. Boah. Ich habe nämlich nur ein, zwei Bilder gesehen auf Steam und da gab es ganz, ganz kuriose Erscheinungen, wie das gerade, was später dann irgendwann noch auf uns zukommen wird. Boah. Ja, was ist jetzt los? Oh oh. Yomawari, pass auf dich auf. Wenn du denn überhaupt so heißen magst. Ah! Alter! Lauf, Mann! Scheiße, Mann, lauf schneller, Alter! Lauf schneller! Was ist das denn, Alter? Schnell weg hier, Mann, komm. Bring dich in Sicherheit. Boah, ein Geist, Mann. Boah, Alter. Ach, hier können wir uns verstecken. Notiz vor. Steht da. Ja, da können wir uns also schon mal verstecken. Das ist schon mal krass. Ich hab so Angst. Hilf mir doch wer. Ich laufe hier ziellos umher. Ich suche doch nur meine Schwester. Schwester. Wo bist du nur, Schwester? Sucht unseren toten Hund. Okay, Mann. Wir laufen hier gerade ein bisschen ziellos umher. Okay. Das ist eine Anzeige von einem Laden, den ich nicht kenne. Das Papier ist ein bisschen versifft. Das ist natürlich nass vom Regen geworden. Echt cool, ne? So von der Grafik her und allem. So, wo müssen wir jetzt lang? Scheiße. Oben ist wieder der... Oh, oh. Oh, oh. Oh! Fuck! Scheiße, Mann, sind wir jetzt tot? Wer ist da denn jetzt? Hallo? Oh, das ist Müllbeutel, ich geh da mal hin. Oh oh. Der Müllbeutel ist weg. Okay, genau, damit kann ich nämlich ihn weghauen da. Das doch auf da, komm. Versuch mal jetzt das Ding da verprügeln mit dem Stein. Oh fuck, ey, es geht nicht.
I can't go past this. Kann nicht dahinter treten, warum auch immer. Wow, 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 wow. Lauf, 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 lauf! Boah, scheiße, Mann. Schneller, schneller, schneller. Jetzt haben wir wenigstens hier diesen Abschnitt erreicht. Ob wir hier hin müssen, weiß ich noch nicht. Aber wir suchen immer noch unsere kleine Schwester. Lomavari. Ja, hier kann ich mich immer drin verstecken, wenn was ist. Immer. Okay. Also, da unten ist schon wieder ein Geist. Zwei sogar. Kacke. Ach, da kam ich eh nicht dran vorbei, oder? Gehen wir wieder hier zurück. So, ab nach oben, Freunde, ab nach oben. Lomavari, ja? Ganz komisches Spiel. Habe ich auch nur mal so ganz random auf Steam entdeckt und dachte mir so, sieht ja schon ganz spannend aus. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass es so horrormäßig ist. Bitte geht's, komm. Kleine Lomavari, sucht doch nur ihren Hund. Ah, hier ist auch noch ein Busch. Ja, sieht ein bisschen buggy aus. Ja, da kann sie auch nicht hintertreten. Hör mal hier lang, ne? Ah, guck mal hier. Das ist ja schon der Garten, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Bloop. Und noch die Maus im Bild. Ah, das ist ja Schwester. Schwester? Du hier. Du hast mich erschreckt. Bist du gekommen, um mich zu suchen? Wie gruselig die da rumsteht, ey. Komm rüber. Was will sie uns zeigen? Versteck dich in diesen Büschen. Schließe deine Augen. Und öffne sie nicht. Egal, was passiert. Öffne sie nicht. Hast du verstanden? Ja. Oh, was? Schwester? Schwester? Bist du da? Hä? Was ist das denn jetzt? Oh. Oh. Da ist mal Press X, Alter, komm. Oh, sie ist weg. Schwester? Schwester? Wo bist du nur? Wo bist du nur hin, Schwesterherz? Bist du deine kleine Lomavari hier alleine? Und jetzt? Was jetzt? Boah. So laut die Soundeffekte, ey. Ja, Schwester ist weg. Ist sie nach Hause gegangen bereits? Lass uns nach Hause gehen, dachte sie. Okay, es gibt sogar eine Karte, krass. Oh, cool. So, jetzt müssen wir aber wieder nach Hause gehen, wa? Guck mal hier. Den ganzen Weg, den wir schon abgelaufen sind. Oh, eine süße kleine Karte. Ist das nicht niedlich? Coole. Gibt's alles. Cool. Hilton. Bestimmt noch gruselig. Hill Cliff. Scrapbook? Was ist das denn? Key? Diary? Gibt's auch noch nichts? Treasures? Okay. Options können wir auch noch mal kurz reingucken hier. Alles easy. Da geht's, Freunde. Hier ist auch noch so ein Graben, ne? Aber wir haben ja immer noch keine Schaufel. Mann, Mann, jetzt bin ich ja ganz alleine hier. Was ist das? Ah, Flashlight. Nice. Pack doch mal aus, da die gute alte Taschenlampe. Ist das Schwesters Taschenlampe? Lass mich das Licht anmachen. Oh! Alter, komm lauf! Alter, ist das denn, Mann? Guck dir das an, Alter. Ja, lauf, Mann. Oh, Alter, nächste Ecke. Was kommt mal näher, Alter, fuck. Alter, Mann, lauf, 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 lauf. Fuck, ich muss mich verstecken, Mann. Hier ist alles nix, komm. Hinten. Vorne, alles. Schnell, schnell, schnell. Boah.
Oh, 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 oh. Nicht, dass wir gesehen werden. Das arme kleine Ding, ey. Kann nichts dafür. Nicht, dass ich die Taschenlampe hätte vorher noch ausmachen sollen oder sowas. Ich trau mich gar nicht rauszugehen. Okay, das Ding geht jetzt wieder hoch. Kommt schon. Ja. Boah. Direkt bei uns, oder? Oh, es ist direkt bei uns. Hat es uns gesehen, dass wir da reingegangen sind? Mann, wie sollen wir denn dem Ding da jetzt vorbeikommen? Oh! Fuck. Scheiße, Mann. Nee, versuch's nochmal. Der untere Geist geht ja nicht höher als der Busch, ne? Das ist jetzt das Problem. Okay, nicht erschrecken. Es kommt, es geht. Lass mal ganz schnell hier wegrennen. Wie kommen wir jetzt an dem hier vorbei, ist die Frage. Ich weiß nicht, wie ich an dem vorbeikommen soll. Der Busch da, ist klar, aber... Nur rein da! Okay, okay, okay. Nice. Mit den Sachen können wir sie ein bisschen ablenken irgendwie. Das ist schon mal geil. War noch irgendwas? Noch einer? Oh, 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 oh. Boah, erstmal verstecken hier, ne? Bevor wir wieder rausgehen. Ich glaube, wir werden jetzt einfach hier das ganze Spiel über drin verbringen. Oh, oh. Es sucht uns hinterm Schild. Verpiss dich! Oh! Oh! Die waren nochmal werfen. Ah, so, guck mal. Oh, scheiße, Mann. Wir sind dran vorbeigelaufen, aber wir haben jetzt keine Münze mehr. Schneller, schneller, schneller. Aber gerade, wie kommt man denn hier nach Hause da? Irgendwie noch weiter nach unten links laufen. Oh, oh. Oh, ich dachte gerade, hier ist jetzt kein Weg mehr. Guck mal hier. Münze. Also Münze werfen wir jetzt auf X. Okay. Heben wir wieder auf. Alles klar. Jetzt habe ich es auch drauf. Freunde, jetzt habe ich es drauf. Was ist denn hier für ein Wald? Wo? Oh. Alter. Oh, Alter. Ja, weg da, weg da. Steht da gar nichts drin. Eine Kerze. Ist hier gestorben. Ach so, eine Jesus-Statue. Ah, wenn wir eine Münze wenden, kann man hier speichern. Nein. Okay. Wir haben eine Münze gespendet. Und diese Jesus-Statue kommen auch bekannt vor. Die haben aber was zu bedeuten, natürlich im japanischen Raum, aber es. Frag mich gerade nicht, was, ey. Irgendwas mit Toten vielleicht. Oder nee, irgendwas mit Glück. Dass sie dir Glück bringen oder so. Okay, hier haben wir noch ein paar Müllsäcke. Ja, wenn was ist, da hau oder schön die Sachen an den Kopf. Was ist denn hier? Spielplatz. Wo ist der Fock? Und gerade, wo ist denn das? Also das hier ist jetzt der Park, aber hier müssen wir ja jetzt auch noch nicht unbedingt hin. Ah, hier ist nochmal eine Statue, okay? Ist klar, Freunde, wir wissen schon fast Bescheid, wie das Spiel hier funktioniert. Müssen wir nur noch unser richtiges Zuhause finden. Was war denn das gerade? So, da ist die Statue. Bester Herz, wo bist du? Mister? Bist du irgendwo hier? Mister? Keiner da. Scheiße.
Schwester ist nicht hier. Ist sie etwa tot? Ist sie etwa tot? Would you like to save? Yeah. Und damit verabschieden wir uns schon von der ersten Episode. Ich würde mal sagen, morgen oder übermorgen geht's weiter dann. Mit einer zweiten Folge Yomavari. Auf jeden Fall sehr, sehr gruselig, oder? Jetzt nicht gedacht, dass es eher so gruselig angehaucht ist, aber kann man auf jeden Fall machen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr bleibt dran. Gemeinsam erforschen wir diese Welt hier von Yomavari. Ich weiß echt nicht, was noch passiert und was ist mit der Schwester passiert, was ist mit Poro passiert, Alter, und ein kleines Hündchen. Wow, wow. Macht's gut, Freunde. Macht's gut, Hündchen.